Was geht ab, meine lieben Superheldenfreunde? Und damit wünsche ich natürlich ein recht herzliches Zurückwillkommen bei Lego Marvel Super Heroes. Wir machen direkt dort weiter, wo wir zuletzt hier stehen geblieben sind. Und zwar, in der letzten Folge waren wir mit den Fantastischen Vieren in Dr. Dooms Schloss. Und jetzt machen wir direkt mal weiter mit Thor und Iron Man und schau mal, wo die Reise diesmal hinführt. Also, auf geht's! Ah, reingelegt. Ich dachte, oder ihr dachtet, ich werde sterben. Falsch gedacht. Was ist das für eine Art von Gefährt? Keine Ahnung, aber das Signal scheint von dort zu kommen. Okay, dort ist das Ziel. Na dann, nichts wie hin. Auf zum neuen Abenteuer. SHIELD-Forschungs-U-Boote sind äußerst nützlich im Kampf gegen Schurken unter Wasser. Diese U-Boote sind mit einem modernen Tracking-System ausgestattet, mit dem sich Gegner oder Objekte leicht orten lassen. Wo genau habe ich mein Date mit Thor? Auf einem SHIELD-Forschungs-U-Boot. Ein Forschungsboot gespickt mit Waffen. Das nenne ich mal eine Mogelpackung. Das ist nicht unser Forschungsboot. Sag's nicht. Du bist an einem extra langen Spinnenfaden hierher gekommen, stimmt's? Nein. Du bist nicht der Einzige, der fliegen kann. Ein Gruß von Mr. Nick Fury und SHIELD. Du weißt, ich hätte einen raketengetriebenen Eisenanzug für dich, wenn du möchtest. Klingt schwer. Hat die Putzfrau heute frei? Was für ein Chaos. Okay, Spidey ist auch wieder mit am Start. Prima. Okay, und diese Soldaten, das sind AIM-Soldaten. Natürlich, wer die Comics und die Geschichten kennt, wer AIM kontrolliert, der weiß Bescheid, wer der Boss ist. Aber ich verrate noch nichts. Aber ich kann euch mal sagen, der Boss hat schon dieses Jahr seine eigene Parodieserie bekommen. Das ähnelt sehr stark an Robot Chicken. Die ist auch komplett ganz neu. Aber mehr verrate ich euch nichts. Okay, wir brauchen irgendwie Wasser. Um diesen Schalter zu betätigen, brauchst du eine Art Waffe oder einen scharfen Gegenstand. Was du nicht sagst. Okay, 1 von 3. Aber wir brauchen irgendwas zum Löschen. Und keiner von uns hat irgendwie so Eisfähigkeiten. Ich meine, mit Spidey können wir hier leicht rüberschwingen. Aber die Tür geht nicht auf. Auf jeden Fall müssen wir hier hoch. Können wir das einfach nicht das so hinkriegen? Auch wenn hier Feuer ist? Aha. Aber vorhin konnte ich das irgendwie nicht kaputt machen. Aber wenigstens jetzt funktioniert es. Na schön. Das muss so. Der muss genau so sein. Der so.
Der muss genau so sein und du musst so sein. Perfekt. Wunderbar. Versuch mal mit deinem Laser da eine Form rauszuschneiden. Prima, jetzt können wir jetzt hier durch. Ja, aber ich glaube, ich kann es einfach machen. Ich muss jetzt nicht unbedingt krabbeln. Mein Spinnensinn kribbelt. Und ziehen. Ziehen, 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 ziehen. Und jetzt wird das Feuer gelöscht. Ich wollte schon sagen, Wasser, aber das geht doch gar nicht. Man kann Wasser nicht löschen, oder? Okay, hier ist Danny, aber wir können den leider nicht befreien. Dafür brauchen wir Magneto. Schade. Ich hätte ihn ansonsten wie immer befreit. Meine Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Da ist Wasser, Spidey. Wassermarsch! Gut gemacht, Spidey. Schön, ich denke mal, ich brauche wieder hier Iron Man. Na komm schon, ich möchte, dass die Tür jetzt hier aufgeht. Okay, hier brauchen wir Captain America, aber der ist nicht da. Und noch mehr AIM-Soldaten. So, komm schon, verzieht euch. Wow, Dr. Doom ist hier. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber diesen Boss meinte ich jetzt nicht. Ich versuche mich zu konzentrieren und ihr macht diesen Krach. Schnappt sie, Jungs. Friss das. Da war jetzt wirklich Dr. Doom. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass der schon hier auftaucht. Naja, ich habe das Spiel schon ewig nicht mehr lang gespielt. Ah, oh, hier ist so eine Minifigur von Dr. Doom. Wie cool. 1 von 3. Okay, 2 von 3, aber... Naja, es fehlt immer noch eins. Oh, hier ist so ein Minikit, aber wie bekomme ich den? Ja, verstehe. Okay, hier brauchen wir Iron Man. Ach schön, ich brauche wieder Blitzetor. Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Na komm schon, Spidey, ziehen. Einfach nur ziehen. Sehr schön. Oh, wow, das war echt knapp. So, ich möchte Iron Man spielen. Ist es so schwer? Ah, Moment mal. Kann es sein, dass ich den Mekin dazu bekomme? Jawohl. Ja, das war ganz einfach. Easy peasy. Na schön. Alles klar.
Ich will, das müssen wir zerstören, was so grün leuchtet, oder? Was ist hier drin? Ah, okay. Okay, hier können wir wieder was bauen. Aber kann man das nicht zerstören? Nee. Diese Variante nicht, aber vielleicht mit dieser geilen Variante, mit Torkräften. Ich wusste es. Los, Iron Man und Spinnenmensch, der Weg ist offen. Na schön, dann nichts wie hin. Denn wir dürfen nicht Dr. Doom entkommen lassen, wenn wir schon mal hier sind. Und 3 von 3, das zweite Minikit. Perfekt. Ich wollte schon sagen, ich hoffe nicht, dass das Spiel hier hängt. Yep, das ist der Boss, den ich gemeint habe. Es ist MODOK. MODOK. Ja, und er hat ja eigentlich schon, ich glaube, letzten Monat oder diesen Monat schon seine eigene Serie bekommen. Das soll natürlich auch eine Parodie-Serie sein. Die finde ich auch wirklich sehr witzig. Oh Gott. So, müssen wir das nicht irgendwie, ich weiß nicht, zurückschießen? Oder müssen wir erstmal hier diese Soldaten wegmachen? Ah, verstehe. Hat es nicht geklappt? Ergebt euch meiner Macht! Nee, niemals! Nein! Meine Kraft! Schmilzt dahin! Er ist erledigt! Angriff! Das werden wir gleich sehen. Aber ich finde, MODOK ist schon wirklich ein sehr interessanter Schurke. Der kam ja auch noch in das neue Avengers-Spiel vor. Mit Iron Man geht das irgendwie viel schneller. So, komm, stirb! Ah, okay, wir müssen ihn abschießen. Oh Mann. Oh, wow. Nicht schon wieder. So, das machst du nicht noch einmal. MODOK, ich kann es nicht glauben. Du enttäuschst mich. Gerade rechtzeitig. Ich bin wieder da! Wie er immer schreit. Wie ein kleines Mädchen. Backup-Systeme!
Ey, wie ein Rennfahrer, ne? Das war nicht genug. Er hat unser U-Boot geklaut. Ich kann innerhalb des Bootes keine Blitze entfachen. Wir sind gefangen. Keine Sorge, Thor. Meine Telekinese kann Wassermoleküle spalten. Okay, hier ist wieder Checkpoint. Wie cool, wunderbar. Jean ist auch dabei. Hab ich so nicht kommen sehen. Jean, wie lange kannst du die Schwere so halten? Noch kann ich euch sichern, aber meine Konzentration ist auf dieses Kraftfeld gerichtet. Stützt mich. Alles klar. Können wir so tief unter Wasser sein und doch durch die Gedanken schlaglichen geschützt werden? Okay, jetzt haben wir ein kleines Unterwasserabenteuer. Finde ich echt ziemlich cool. Oh, eine Krabbe. So. Okay, wir können natürlich Jean jetzt nicht selber spielen, denn die muss ja natürlich diese Kugel machen. Da ist jetzt eigentlich die Frage... Ah, Moment mal. Thor, du musst das hier machen. Und jetzt können wir hier was bauen. Ah, das soll ein Seestern sein. Okay, und jetzt? Hallo? Ah, okay. Ein Spinnensinn. Etwas in der Nähe. Oh, es war ein Spider-Man. Es weint. Und Doombot. Okay, Dr. Doom muss irgendwo in der Nähe sein. Ich glaube, das sind hier Wale, die hier so ein bisschen, ich sag mal, jaulen. Mein Spinnen sind schon wieder. Was ist? Jarvis, gibt es Zeichen von diesem Forschungs-U-Boot? Doom war da drin, als der Tanker hochging. Die Zerstörung des Tankers scheint auch ihn erwischt zu haben, Sir. Ich sehe ein weiteres Fahrzeug, nicht allzu weit von unseren Koordinaten. Sehr schön. Okay, sorry Spidey, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich das hier kaputt machen. Oh, noch mehr Doombots. Aber irgendwie schon ein bisschen komisch, dass die Doombots unter Wasser, naja, sagen wir es so, noch funktionieren. Aber die sind eben so jetzt gleich alle Schrott. Okay, Iron Man, ich brauche dich. Ihr Menschen schlüpft euren Lieblingsböden mit Statuen. Der Vintage-Look ist gerade sehr in. Und ich brauche wieder Iron Man. So, komm, ein bisschen weiter müssen wir schon. So, hier ist perfekt. Der arme Tintenfisch, der tut mir wirklich sehr leid, aber wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, ich finde manchmal in einigen Spielen Tintenfische sehr, sehr gruselig. Zum Beispiel Assassin's Creed 2 oder 4. Meine Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Da gab es ja solche zwei große oder drei große Tintenfisch-Easter Eggs. Ja, die waren irgendwie schon ein bisschen unheimlich.
Vor allem in Assassin's Creed 2. Kann es bei mir eigentlich hier schwingen? Nee. Okay. Nee, ich wollte es nur einmal ausprobieren. Okay, noch mehr Doombots. Verzinnig. Ich glaube, das muss es sein. Wie wär's, wenn du einfach die Luke öffnest? Wirklich? Dieses Gehämmere? Allen Ernstes? Hey Doc, wofür brauchst du all diese kosmischen Steine? Ich teile meine Pläne nicht mit Insekten. Wie wär's mit einem Gott? Okay, das war die Mission. Okay. Oh, wir haben einen Freischalt. AIM-Agent. Okay. Oh, sogar MODOK. MODOK. Na schön, das können wir überspringen. Ja, das haben wir natürlich wieder auf 100% geschafft. Genau, Exolzior. Minikits haben wir 2 gefunden. Goldene Steine. Bekommen wir jetzt, glaube ich, 2. Genau. Und ich würde sagen, fahren wir die Geschichte fort und dann werde ich auch die Folge beenden. Du solltest in Gegenwart einer Dame auf deine Manieren achten. Ja, wird erledigt. Ich weiß, warum du hier bist, Silver Surfer. Aber mir ist noch nicht ganz klar, was Loki und Doom mit deinem Boss wollen. Reed Richards und Hulk sind bereit, Lady Liberty zu stoppen. Sind sie sicher, dass sie Wolverine mit dabei haben wollen? Ich weiß, Teamwork gehört nicht zu seinen Stärken, aber wir brauchen ihn. Ihr braucht ein Flugzeug, um Magneto zu folgen und, ich trau's mich kaum zu sagen, die Freiheitsstatue. Okay, Leute, da sind wir wieder. Ein sicheres Fahrzeug wird euch zur Freiheitsstatue bringen. Wolverine wird euch dort treffen. Ja, das ist auch wieder nett zu hören, dass Wolverine wieder mit dabei ist. Na schön, Leute, das sah jetzt gerade sehr, sehr cool und interessant aus, aber leider ist jetzt hier auch wieder die Folge beendet. Ich hoffe, den Jungs geht es gut. Muss schon komisch sein, zur Abwechslung mal was noch Größeres und Grüneres als dich selbst zu sehen. Was, Bruce? Ja, du solltest nicht so gemein sein. Keine Panik. Wir schalten Lady Liberty aus, dann bist du sofort wieder die Nummer 1. Ja, okay. Aber Leute, diese Folge ist jetzt wieder vorbei. Ich hoffe,
Wenn die Folge euch gefallen hat, dann lasst doch ruhig ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns Ganze in der nächsten Folge hier bei Lego Marvel Super Heroes. Mach's gut, meine lieben Freunde. Und ihr dürft das eins nicht vergessen. Hulk Smash! Tschüss!